Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Error-Part. Wir haben in dieser Folge einiges vor. Es ist keiner auf dem Server. Zumindest habe ich niemanden gesehen, der in die Config geschrieben hat. Hoch. Stimmt ja, ich hatte glaube ich noch so ein bisschen was entdeckt hier und das wollte ich jetzt glaube ich auch noch auskundschaften. Machen wir doch mal hier so. Erstmal ein bisschen. Ich bin voll. Wer braucht denn schon Lapis? Ah, so. Okay, Leute. Ja, da sieht's schön aus. Da sieht schön aus. Ja gut, 20 Minuten. Die Zeit läuft. Ich habe ja im heutigen Part, warte, heute ist der zweite, das müsste Part 4 sein. Da habe ich ja auch drunter geschrieben, dass man durchaus auch mal ein paar Fragen stellen darf. Sei es tiefgründig, persönlich, ernst, unsinnig, lustig, whatever, worauf ihr gerade wo so Bock habt, worüber ich dann wohl tratschen sollte, wenn ich da mal hier so ein bisschen Farming betreibe, was ja durchaus noch eine Zeit gehen könnte. Ich weiß nicht genau, wie lange das gehen könnte, aber ich bin mir sicher, das wird nicht allzu schnell zu Ende sein. Deswegen haut ruhig alles raus, was ihr da so habt, was ihr da so wissen wollt oder was weiß ich. So. Das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Recht vielversprechend, muss ich sagen. Da können wir uns doch mal bis nach hinten mit dem Wasser durchhauen. Was haben wir denn da? Redstone. Okay, dann nehme ich jetzt erst nochmal das hier mit. Denn, Leute, wie gesagt, ich brauche Level. Jetzt brauche ich, da ich ja Schärfe 3 und Schärfe 3 habe, es müssten um die 14 Level sein. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. 14 Level kommen durchaus hin. Und, naja, da müssen wir uns halt mal ein wenig anschauen, ob das Ganze klappen kann. Ich denke mal, wenn wir weiterhin so produktiv sind und Farming betreiben, dann sollte das an sich nicht so ein großes Problem sein. Okay, Eisen habe ich immer noch alles dabei, wunderschön. Ja gut. Ich kann ja noch mal über so ein paar Regeln sprechen, die man da so für dieses Projekt hat. Ich weiß gar nicht, bei welchen Regeln ich beim letzten Mal aufgehört habe. Oh, Lava. Da müsste ich ehrlich gesagt mal eben nachgucken eigentlich, aber das habe ich jetzt nicht wirklich viel Bock drauf. Da ist auch noch Redstone. Ich könnte rein theoretisch einfach mal bei irgendwo anfangen. Ich glaube, ich hatte das als letztes, dass man sich ausloggen darf, um gerettet zu werden. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, ob's das war. Ich glaube aber schon. Sich ausloggen, um seinen Kollegen zum Beispiel, also dass der Kollege sich ausloggt und man ihn dann rettet. Ich glaube, das war's. Kann sein, weiß ich nicht mehr ganz. Aber warte mal, das hier habe ich noch in Erinnerung. Hier bin ich eigentlich hergekommen. Irgendwo, warte mal, das war glaube ich. Ich nehme erstmal das hier mit. So, ich möchte nämlich jetzt auch noch den Level haben. Ich habe nämlich in einen der anderen Parts geguckt und wollte rein theoretisch mal bei dem Glöckler, da wo der nämlich verreckt ist in Lava, da wollte ich eigentlich, ohne Melone, da wollte ich eigentlich mal rein, weil ich nämlich eigentlich doch recht viel Interesse daran habe, da ein wenig rumzugucken, weil er hat ja durchaus auch schon das eine oder andere interessante Teil in der Gegend mit Sicherheit gehabt. Ich brauche eigentlich gar nicht so viele Eimer, das ist das Problem. Warte mal, ich werde ja mit Sicherheit. Na, wobei, da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Ah, nee, komm, das Essen, das lasse ich hier erst einmal da. Die Fäden lasse ich auch hier. Und ja, das Brot, das kann ich auch mal da lassen. Ich habe ja genug Essen hier. So, das hier und die werde ich dann einfach gleich fressen. Weil ich's kann. Und das kann ich leider nicht nehmen, aber das hier, das werde ich jetzt auch direkt anpflanzen. So, und zwar war es, warte mal, von wo bin ich jetzt gerade gekommen? Nicht von hier, oder? Doch, von hier.
Es war, glaube ich, direkt hier. Ich habe mich irgendwie erinnert, dass ich einen nach links oder einen nach rechts musste. Bin mir aber nicht mehr genau sicher, wo. Hier haben wir zumindest mal wieder Kohle. Das heißt, hier war ich, nachdem ich den Verzauberungstisch bekommen habe und Level gesucht habe, nicht mehr. Das heißt, hier werde ich mir sicher wieder einiges finden. Das ist wundervoll. Das ist echt wundervoll. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Sound ein bisschen zu leise. Da muss ich den ein bisschen hochstellen für euch. Ich hoffe natürlich, dass das dann einigermaßen klappt. Aber okay, wir haben jetzt hier wieder einiges an Kohle. Wir bekommen schon wieder richtig schön viel Level. Bei Level 14 werde ich den Amboss mal auspacken und gucken, ob das mit dem Eisenschwert klappt, dass wir uns ein Schärfe 4 Eisenschwert machen können. Ich hoffe es, weil dann hätten wir schon mal eine relativ gute Basis für einen guten Angriff. Und dann müssen wir eigentlich uns nur mal darum Gedanken machen, dass wir eventuell nochmal den einen oder anderen Diamanten bekommen oder sowas, dass ich eventuell oder unsere Zuckerrohr mit der Zeit ein bisschen aufpumpe, damit ich halt ein bisschen Bücher machen kann und damit eventuell ein bisschen mehr Schärfe raushauen kann für mein Dia-Schwert, damit wir da auch noch ein bisschen mehr Attack Damage raushauen können. Wäre eigentlich ganz geil. So, was hatten wir denn noch? Ja, falls mehr als drei Videos vom Projekt fehlen oder sowas, das ist natürlich auch relativ gay. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. In die X-Konfi, da muss man halt reinschreiben, wenn man aufnimmt. Das hatte ich, denke ich mal, auch schon erwähnt. Wenn man das dreimal nicht macht, also man muss X und dann die Partnernummer hinterschreiben, wenn man das dreimal nicht macht, dann gibt es einen Strike. Ja, wenn man drei Strikes hat, fliegt man. Das ist, denke ich mal, jedem dann klar. Von da hinten bin ich gekommen, das weiß ich. Und da muss ich nur noch Glöglers Seite finden. Ach, yes, wunderschön. Ich lasse natürlich jetzt mein ganzes Zuckerrohr alleine. Das ist nicht gerade so schön. Aber ich brauche Level. Da ist mir das gerade relativ egal. Truhen darf man, also man darf jede einzelne Truhe öffnen, man darf alles rausnehmen, was man will, also auch von Feinden. Ist jetzt nicht so, dass man sich hier irgendwie Truhen sichern darf mit Schildern oder sowas, das bringt nichts, man darf auch reingucken. Es darf kein weiteres Nether-Portal gebaut werden, also es ist halt eins in der Mitte und das ist das Einzige, was man benutzen darf. Man darf kein weiteres bauen, sonst kann man sich ja außerhalb der Arena irgendwie wiederfinden. Da gibt ja ziemlich häufig auch das Problem, dass einem die Portale immer und immer wieder an eine andere Stelle hinbringen, als man eigentlich reingegangen ist. So, nochmal ein bisschen was fressen hier. Was haben wir denn noch? Ja, okay, man darf nicht in das Ende gehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie jemand vorhat. Das ist meiner Meinung nach eigentlich relativer Selbstmord, wenn man tatsächlich nur so ein Projekt hier macht. Klar, mit der einen oder anderen Ausrüstung ist das mit Sicherheit ganz okay, aber ich wüsste auch direkt nicht, was jetzt das Ende einbringen sollte, außer eventuell ein paar Enderperlen oder sowas zum Kämpfen. Weil man sich damit ja immer schön relativ weit wegporten kann. Aber so an sich würde ich jetzt sagen, bringt einem das nicht so extrem viel. Oh Gott. Ja, Leute. Wir sind jetzt hier. Wobei ich jetzt eigentlich sagen würde, ich nehme mein Zuckerrohr mit und werde mal gucken, dass ich das hier irgendwie hinpacke. Aber scheiß drauf. Nee, momentan nicht. Ich werde hier jetzt erst ein bisschen rumgurken. Das Zuckerrohr kann meinetwegen weiter wachsen. Ich weiß nicht, ob es weiter wächst oder nicht. Aber müssen wir halt mal gucken. Schärfe 3, Schärfe 3, Schärfe 4. Wunderschön. Wir haben jetzt ein Schärfe 4 Eisenschwert. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur noch wieder ein Schärfe 4 Eisenschwert zusammencraften. Wie das klingt. Nur noch eben mal ein Schärfe 4, ne? Ihr versteht. Und ja. Dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir ein Schärfe 5 Eisenschwert, Leute. Und dann können wir eigentlich uns schon an den Bogen machen. Ich weiß, es ist eigentlich ziemlich dämlich, wenn ich hier jetzt wirklich sehr, sehr lange an meinem Eisenschwert oder an anderen Dingen rumwerkel,
Weil die anderen, die haben dann ja auch eine richtig krasse Chance darauf, sich in irgendeiner Weise auszurüsten. Aber, oh, hier ist der Klöckler gestorben. Aber das ist mir egal. Diamant, oh, gleich zwei. So. Also der Glöckler ist tatsächlich verreckt an dieser Stelle. Traurig, aber lustig zugleich. So, warte mal, zwei Diamanten, das finde ich ja immer so ein bisschen gay. Sollte man ja meiner Meinung nach mal rumgraben, aber hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Und hier nochmal einer. Nee, zwei. Ei. Nee, nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. Hier noch irgendwo, weiter unten. Ja. Nein. So, warte mal, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir müssen ja irgendwie die Diamanten da schützen. Habe ich den jetzt eigentlich bekommen? Ich weiß es nicht. 12 Dias, den müsste ich eigentlich bekommen haben, oder? Na gut, dann habe ich den bekommen, wunderschön. Freue ich mir einen Ast ab. Sind auch schon wieder bei 2 Leveln. Gefällt mir auch. Also die Idee, hier hinzugehen, wo der Glöckler war, ist an sich eine gute Idee. Aber bevor ich hier jetzt weitergehe, ich werde mich tatsächlich hier weiter irgendwo umgucken und so weiter. Aber ich werde vorher noch mein Zuckerrohr holen. Tut mir jetzt leid für die, die denken, oh, jetzt geht er wieder zurück, so alles Zeitverschwendung. Ja, ich weiß, es ist Zeitverschwendung. Aber es ist jetzt momentan für mich einfach wichtiger, dass ich mir dann im Grunde die wichtigen Sachen, die ich brauche, tatsächlich dann auch immer in meiner Nähe habe, dass ich die dann immer wieder mitnehme und was weiß ich. Und wenn ich dann jetzt dann mein eigentliches Lager, also die Mine da verlasse, weil ich da im Grunde nichts mehr habe, da müsste ich mich, was weiß ich, wie komisch rumgraben, um da mal wieder was zu finden. Gehe ich doch einfach mal in unerforschtes Gebiet. Und wie wir sehen, hat es schon was gebracht. Ich habe nämlich jetzt noch mehr Diamanten. Und das freut mich, das freut mich. Allein schon wegen den Diamanten hat es sich einfach für mich gelohnt. Wir haben 12 Diamanten. Wir können uns, ich würde sagen, ich werde, glaube ich, nicht wirklich ein Dia-Schwert machen. Nur wenn ich genügend Bücher zusammenbekomme, um mir eventuell ein Schärfe 5 Dia-Schwert zu machen. Oder in irgendeiner, irgendwas in der Art. Jetzt muss ich allerdings erstmal wieder gucken, wo zur Hölle ich hin muss. Hier bin ich schon wieder falsch, das weiß ich, glaube ich. Hier bin ich schon wieder falsch. Ich muss, glaube ich, nicht hier lang. Weil sonst hätte ich vorhin die Kohle schon wieder mitgenommen. Ich um eine Orientierung gerade. Es ist doch schon ein bisschen scheiße eigentlich, aber naja. Ich denke, ich werde aber trotzdem auf Rüstung sparen, also auf eine schöne Dia-Rüstung. Ich meine, ich habe jetzt schon Teile zusammen für Brust und Schuhe. Das ist ja eigentlich auch schon eine ziemliche Menge. Brust und Schuh, das ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das bringen würde. Aber es bringt ja schon mal etwas. Bald ist mein Eisenschwert auch kaputt. Warte mal, hier vorne müssen wir hin. Nee, warte, weiter, glaube ich. Und da vorne sind wir dann. Wunderschön. Ist wieder etwas Zuckerrohr gewachsen. Das ist schön. Und auch wieder Melone. Ja, ne? Ja, da. Was ich allerdings auch machen könnte, wären Kohleblöcke. Damit würde ich mir ein bisschen Platz sparen. Ah, jetzt habe ich da leider ein bisschen was hingeklickst. So. Damit würde ich mir jede Menge Platz sparen. Denn Kohle nimmt ja mittlerweile schon ziemlich viel Platz weg. So. Hier haben wir noch Kohle drin. Ja, okay, ich bereite mich dann im Grunde jetzt, sagen wir mal, ich bereite mich jetzt vor darauf, hier wegzugehen. Habe ich hier noch irgendwas drin, was ich eventuell brauchen könnte? Ja, die Fäden. Die muss ich mitnehmen, unbedingt. Ansonsten eigentlich nicht wirklich etwas. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich noch irgendwie was mitnehmen sollte. So, Kohleblöcke habe ich. Ich mache mir nochmal Fackel hier. Zack. Ich nehme mir noch das Gunpowder mit.
Pflasterstein brauche ich nicht. Und eventuell noch das hier. Ansonsten würde ich sagen, kann ich den ganzen Quatsch eigentlich hier irgendwie liegen lassen. Oh, schon wieder. Oh nee, die kommt noch von gerade, glaube ich, oder? Oder ist das schon wieder hier? Ich habe keine Ahnung. Das nehme ich auch mal mit, einfach weil ich es kann. Und dann gehe ich wieder weg. So. 4 Level haben wir wieder. Das heißt, wir könnten uns wieder Eisenschwerter verzaubern. Ich bin falsch. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen, ey. Ich gehe kaputt. Hier vorne. So. Ich glaube hier. Ja, genau. Sieht gut aus. Da muss ich hier hinten irgendwo durch. Da müssten wir da gleich. Genau. Das müsste da jetzt kommen. Und dann müsste ich auch gleich schon wieder draußen sein. Wunderschön, wunderschön. Ja gut, Leute. Also, mich würde durchaus mal interessieren, wie ihr meine Taktik gerade findet. Also, dass ich im Grunde auf eine Dia-Rüstung spare und statt ein Dia-Schwert, zumindest vorerst, ein Eisenschwert Schärfe 5 machen möchte. Einfach, weil ich momentan die Materialien nicht habe. Denn, wie ja schon vorher erwähnt, die ganzen Dia-Schwerter zu craften und auf Schärfe zu hoffen, wäre natürlich eine ziemliche Verschwendung von Diamanten. Deswegen gehe ich da lieber vorerst, sagen wir, die ersten 24 Diamanten auf eine Rüstung. Seid ihr der Meinung, dass es irgendwie eine gute Idee ist, oder seid ihr der Meinung, dass es vollkommener Schwachsinn, ich sollte lieber auf Angriff gehen, statt auf die Verteidigung hier? Oh Gott, irgendwie ist meine Nase ziemlich dicht. Nicht mit mir, Lava, nicht mit mir. Ludus konntest du kriegen, aber nicht mich. Nicht mich. Okay. Gehen wir weiter. Ein Smaragd. Cool. Und nochmal Gold. Wunderschön. Das muss ich mir gleich mitnehmen. Erstmal wird ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, also ich muss sagen, Stefan, wenn du das siehst, und ich hoffe, du siehst das, du Spaß. Vielen Dank für diese richtig genitale Höhle. Hier bekomme ich nochmal ordentlich Stuff, der mir weiterhelfen kann. Auch wenn du ziemlich dumm warst und in die Lava gesprungen bist, du hast mir etwas richtig Gutes hinterlassen. Okay, warte mal. Ich muss aber jetzt tatsächlich nochmal gucken, was ich wegschmeiße. Das ist immer so eine Scheiße. So, komm. Denn der Gold möchte ich haben. War da nicht auch noch irgendwo Gold? Oder bin ich jetzt bekloppt? Na egal, nehme ich erstmal das hier mit. So, Leute. Die Folge ist schon fast wieder am Ende. Da war noch Gold, genau. Muss gucken, wie ich das hier jetzt mache. Ich will das nämlich einfach nur umkreisen im Grunde. Joa. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich noch unten dicht machen und dann läuft's. Der läuft es nicht mehr. Sag ja, läuft nicht mehr. Söchen. Dann werde ich jetzt mal eben kurz die Kohle mitnehmen, dann nochmal das Gold und dann bin ich eigentlich auch schon wieder fertig mit dieser Folge. Das ist wirklich so eine Sache, die finde ich an diesem Projekt scheiße. Die Folgen, die gehen einfach so schnell rum. Das stand auch schon mal in den Kommentaren. Also, wenn ich aufnehme, dann frage ich mich tatsächlich, what the fuck? Wo zur Hölle ist jetzt die Zeit geblieben? Das ist echt irgendwie ein richtiges Problem hier. Ich habe irgendwie so viel Spaß an diesem Projekt und vielleicht merkt man das auch. Es ist einfach. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit bleibt. Oh. Hallo. So, wir haben jetzt noch einmal 7 Golderz. Das sind dann schon mal. Oh, das sind schon mal 52 an sich. Das ist eigentlich schon mal relativ viel. Aber Leute, wie gesagt, ich muss jetzt. Oh Gott. Ich muss den Part jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden in den nächsten Parts natürlich noch viel, viel mehr geilen Scheiß erleben. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Fragen und so weiter, alles in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi und Kowski!